Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück, Fans, Friends. Ja, ich sitze hier an meinem Glückstisch, Feldtisch, wie immer man es nennen will, meinem Feldlager, das ich errichtet habe, um übelste Rache zu üben. Eine Banden, die da wohnen. Habe ja bisher Feldlager simuliert zur Belagerung. Das sind nur Schaufensterpuppen in Rüstung. Weil wir schaffen das auch alleine. Jo, was habe ich vorbereitet? Sprengfässer. Kissen mit Dämonenfeuersalben. Einen Tribuchet. Voll beladen mit Dämonenfeuersalben. Munition. Munition. Munition, Munition. Noch mehr Munition. Käfige für zukünftige Gefangene. Wir schauen mal als erstes mal, wie wirkt was. Gehen wir durch, gehen wir nicht durch. Wir probieren es. Wir fangen an mit Sprengpfeile. Und so, schauen wir, was passiert bei der Sonne. Machen wir mal ein bisschen Experiment. So. Ja, von da aus ist glaube ich gut. Durch das da. Schauen wir mal, da war ich wieder probiert mit Sprengfeuer, weil ich das einfach nur verschwenden muss. Also, ich habe das Zeug nicht hergestellt, ja. Also, ich habe das jetzt leider Gottes eher cheated, aber ich wollte einfach mal ein paar Tests machen. Aber ich habe keinen Gott mehr, oder? Das heißt, wenn es mich du verletzt, sterbe ich trotzdem. Also, lass das bitte. Don't verletz mich. Ich glaube, Sprengpfeile eine schlechte Idee. Es ist sehr kostenintensiv und bringt rein gar nichts. Außer, dass die Regen alle stinkig werden, weil sie von der Explosion getroffen werden. Hey, weg da. Also, Sprengpfeile hat nichts. Inside Spawn ist einfach nur kostenintensiv und hat keinen Zweck. Dann probieren wir mal. Achso, ja, bevor wir loslegen, müssen wir ja. Dass die wissen, dass wir kommen. So. Fangen wir mal mit den Einstellungen. Fangen wir bei minus 10 Grad an. Gewicht ist drin, geladen ist. Wo zählen wir hin? Ja, ein bisschen um. Wenn ich da auf den Hauptturm gehe, mir ist der Loot eigentlich wurscht. Wenn wir eine kommen, holen wir natürlich schon. Ja, noch ein bisschen. Das lässt sich so schlecht justieren, finde ich. So. Oh ja. Laden. Ups, das war zu niedrig. Minus 5. Ah, die Feinde kommen. Müssen wir uns schnell drum kümmern. Oder... Wow, doch, da. War doch klar, da einer. Die Schlange ist verbrannt. Sehr gut. Vorteil der Sprengfässer, sie versuchen natürlich, verursachen natürlich auch Brandschaden. Das war ein Wandtreffer. Sehr gut. Schauen wir, wie viel wir brauchen. Einer. Zwei. Vier. Na, der war bis jetzt niedrig. Ein bisschen war ja sehr Schwankung drin, wie es trifft. Fünf. Ah, dann bröckelt schon. Mit fünf bröckelt die Mauer. Schaut euch das an. Machen wir mal ein bisschen ein größeres Loch, wenn wir da wieder reinkommen. Sehr gut, einer noch. Dann war es das mit der Wand.
Ich weiß nicht, ob die toten Spikes einmal wieder drüber kraxeln können. Deswegen müssen wir uns das Fundament natürlich auch wegmachen. Das gibt nichts. Aber mit denen funktioniert das schon ganz gut. 5-6 Stück. Das ist durch die Wand. Aber das Fundament ist natürlich sehr stabil. Na gut. Schauen wir mal schnell mal da durchkommen. Bloß ein Test. Ich habe keinen Kopfmotor, also ich stirb schon, wenn mir da Feinde behaken. Ja, geh mal durch. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja, kommt Zeit dann. Schild in die falsche Richtung, bedeutet tot. So, 5 Grad wieder höher. Na, auf 0. Gehen wir dann raus. Klettern können wir ja drin, das haben wir festgestellt letztes Mal. Bei unserem letzten Besuch in der Festung. Ja, danke für den Tipp, da haben wir den Wirt gekriegt, den man hört, spielt. Okay, 5 Grad ist zu wenig. Nochmal 5 Grad. Jetzt mal die nächste Wand. Ja, gesessen. Ich glaube, der Sprengfässer die bessere Wahl sind. Ich weiß irgendwie so das Gefühl, weil den Brandschaden auch noch verursachen über Zeit. Weil so ein Sprengteil kostet eine Sprengvase und 8 Zwirn. Da nachmunitionieren. Geladen. Gut. Feuer. Packen die Bude ab. Ja. Bis dass die 4 guten Begleiter getötet haben, die Schweine. Ah, fangen schon an zu bröckeln. Sagst du, das ist der Brandschaden, der macht schon. Aber das ist stabiler Baut, Schatz, da ist innen drin. Und der Gewölbe baut. Die Zwischenwände und Stützwände. Ja, halt schon besser. Da sind nur die Front. Frontmauer. Ah, jetzt ein Platz die hintere Mauer. Sehr schön. Nummer 1. Weg mit der Wand, weg mit der Festung, die Schweine. Gut, war nur da, ist das Loch da groß, ne? Nicht durchpassen, mit unseren breiten Schultern. 5 Grad höher. Laden. Schauen, das explodiert immer nur, wenn es brennt. Das ist gut. Dann müssen wir erst die obere Mauer weg, wenn wir zur hinteren Mauer kommen. Für 15 passen nicht, 30 haben wir bis jetzt verschossen. 15 nochmal nachladen. Na, ich bin bald zusammen da, du. Mauer. Er hat schon auf die hintere Wand getroffen, das ist gut. Da hat bloß ein Turm. Aber gut. Wenigstens spawnt die Wand jetzt noch. Das weiß ich jetzt so. Ja.
genau, gib mir schon. Brücke. Ja, mit 5 Grad her. 15 Grad. Na, ja, da gibt's auch. Na ja, gut, ja, passt schon. Müssen wir bloß irgendwie einen Eingang zusammenkriegen. An der Wand haben sie ja gleich Spikes drauf, da können wir auch viel kraxeln. So, und. Mal werde ich jetzt bei dem Einstürzen da der Turm. Selbe Material wie die anderen. Ja, jetzt fangen wir an zum Schrecken. Sehr gut. Das ist zweimal, wenn es nächstes Mal meine Männer töten. Und nur einer. Dann müssen wir da ganz durchkommen. Brauchen wir da eine Öffnung in der Hauptwand. So, es waren 45 Stück jetzt. Halt, wir sind die verkehren. Gehst du raus? Nein. Nutzen. So, jetzt hat 45. Das ist quasi dann 60 Stück. Haben jetzt geladen insgesamt. 45 haben wir verbraucht bis jetzt. Schon gehört, die Festung. Ja, doch ein Wunder, wenn nicht. Ich hätte nichts über gute Belagerungswaffen. Ich kenne selbst mit mir ein Wumms. Dahinter. Aber praktisch schon. Da schon. Innenwand. Sehr gut. Gleich immer stürmen. Gleich immer stürmen. Schau, Feuer. Wand. Sakramente. Da ist jetzt ein Loch drin. Einer geht noch. Sehr gut. Wir haben jetzt verbraucht. 45, 49, 50, 55 Stück. Dann haben wir drinnen im Turm. Oder? Ja. Muss ja passen. Schauen wir mal. Damit wieder einer. Nehmen wir uns noch ein paar mit. Heiltrank her jetzt, weil jetzt gehen wir rein. Was war das? Telefon. So, los geht's. Turm auf die Bastille. Wir halten uns nicht lange auf mit dem Fußvolk da. Also er schießt uns natürlich vor der Wand rüber. Kümmern wir uns halt um den Bogenschützen. Ah. Du nicht. Sturm, die Festung! Ja, ja, laber du noch, ich bin gleich da. Sparks!
gut nicht. Wow, wow, wow. Das letzte Mal schon für eine Chance gehabt, wieder Ruhe. Oh, aus da, aus da, aus da, aus da. Na. So leicht drückst du mit, du Hund, du elendiger Schweinepriester. Genau, was dann die eigentlich da? Meint die irgendeinen Schaden? Kann man damit zumindest Türen sprengen? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Naja, jetzt sehr effektiv. So. Können wir schon durch, wenn wir wollen. Können wir durch. Hier komm ich, schlachte dich. Genuss, Victor. Da bloß nicht du und ich. Du hast deinen Schlag gehabt, jetzt bin ich dran. Das ist ja aus der Arme. Also, 50 Sprengfässer mit dem Trebuchet, mit dem Tipok geschossen und schon bist du drin in dem Dings da. Ich mit dem zeigen. Das war unser. Und dann hat sich Last hier, du bist überlastet. Kannst aber ausweichen, oh, das ist gut. Ja, ich kann nichts mehr investieren. Blöd. Wo ist er forscht? Voll ausgelevelt. Und dann sind wir wieder da, in der Festung. Du wieder. Ein glorreicher Sieg. Ist gut. Das Eling. Habe ich mir nicht verdient, weil ich habe den Angriff ja gecheatet. Aber es geht. Der Weg durch die Wand war die bessere Wahl. Entschuldigung. Gib mir ganz leicht einer. Also was heißt leicht, das ist schon kostenintensiv. Du musst die Sprengvasen herstellen, die Sprengvasen kosten. Eine Sprengvase, also du brauchst mindestens 50, also da sicher sogar 60 herstellen. Und du brauchst 60 Drachenpulver. Dann kannst du die 60 Dinger herstellen. Aus denen wiederum kriegst du 60 Sprengladungen für den Trebuchet. Und mit guten Trefferquoten kommst du auch leichter durch. Nein, das ist meine Freund. Wir müssen nicht weiter, weil die haben auch einen Cheater da. Natürlich kannst du das gar nicht durch, oder? Dann hast du da einzige Wand kaputt. Das ist ja sehr ineffektiv, was das auch wird. Sehr ineffektiv.
Na, kennt's. Ja, also die Pfeile sind sehr, sehr ineffektiv. Mit denen überhaupt man nicht versucht, so die Wand, durch die Wand zu kommen. Ich meine, mit so einem Rambock durch die Wand. Den habe ich vorhin schon mal probiert. Beim Tor braucht man ungefähr 5 Schläge, wenn es unverletzt ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Rambock dort durchkommen. Nicht sehr effektiv. Sehr ausdauerintensiv. Also halber der Rambock reicht nicht aus. Mehr habe ich leider nicht mehr dabei. Da liegt ein Kopf. Was denn? Chillst du mein Kapazis? Ich mein's euch doch bloß gut. Ja, das ist gut, wenn du mich siehst. Das sieht euch auch. Ja, wie gesagt, ich plündert hier nichts, ich raube nichts aus. Ich habe die Munition und das alles per Admin-Befehl herbeigezaubert. Ich meine, es ist schön, dass wir jetzt da einen Ausgangspunkt haben, falls wir mal wieder eine Belagerung machen möchten. Da. Das Lager bleibt natürlich stehen. Das Deko-Element. Dass wir auch mehr ein Lager haben, wo wir angreifen können. Aber das ganze Zeug verschwindet jetzt dann wieder aus meinem Inventar. Da wir... Obwohl... Jetzt warte mal. Einstellungen. Server. Mach mich Admin. Admin-Menü. Keine Baukosten. Hot-Mode. Genau, einfach nur mehr Spaß. Schau mal, kann man die Wand da zum Einstürzen bringen. Da. Einfach nur ausballern, kostet nichts, weg damit. Wir haben da mal nicht. Mal zum Spaß kann man sowas schon mal machen. Die Festung mit dem Grund und dem Boden. Wenn es nichts kostet, ist schön. Sie was wickert springen. Ja, hier stirbt sie nicht. Mir ist das wurscht, ich stehe mitten in der Explosion. Das erwischt. Da. Schauen wir mal, so eine Festung weg, Jung.
Schulze ganze Kacke nicht so schwer. Ja, ein bisschen wenig Kampfpositionen hat man da. Da kommt sie aber raus. Na, wartet. Jungs. Ganz uncoole Idee. Gehen wir da noch mehr raus, wenn der Turm kaputt ist. Oder hat sich das dann erledigt, wenn der Wecker ist? Kann man natürlich mit dem Trebuchet auch versuchen, den Turm wegzusprengen. Da gibt es keinen Nachschub mehr am Personal. So. Ich glaube, das reicht mit meiner Rache. Obwohl, das können wir mitnehmen, oder? Ein Haus. Ein Schlafplatz hier. Wenigstens das ums Eigel. Sonst finde ich das schon ein bisschen spartanisch eigentlich da. Ich sag, danke fürs Zuschauen, verabschieden mit dem bunten Verwerk. Ich wünsche euch alle ein super schönes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Beschenkt eure Lieben, genießt die Zeit. Nächste geht Bauerstress wieder vorne. Immer dasselbe. Das endet einfach nie. Und mit diesen Knallen Explosionen und so weiter verabschieden wir von euch. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Frohe Weihnachten. Servus.